So, und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir haben letztes Mal, wo Zephyr schon so eine Community von der Hexe entführt. Wir wissen zwischendurch, dass das die Verbündete vom Präsidenten ist. Die Hexe. Ja, wahrscheinlich wurde er hingerichtet. Und hier warten die anderen Charaktere auf uns. Der Kabaljekan müsste gleich kommen. Ich will ja nicht direkt sagen. Aber vielleicht stehen wir schon auf der schwarzen Liste. Ja, dann haben wir Pech, ne? Hehe. Dann müssen wir die schwarze Liste in weiß umfirmen. Dann stehen wir auf die weiße Liste. Wir können verhaftet werden und in die Nachrichten kommen. Ach, wenn sonst nichts ist. Ist doch jetzt völlig egal, komm schon! Ich möchte wissen, was mit dem Balamgan passiert ist. Ich bin an allem schuld. Schließlich habe ich verraten, dass wir vom Garten sind. Ja, da hast du recht, Till. Glaubst du, dass der Präsident Vergeltung übt? Vielleicht. Ich glaube nicht, dass das ist, was er hören will. Also doch. Aber im Balamgarten sind ja noch viele Zeeds. Die werden bestimmt nicht gegen die Galbedianer verlieren. Hängt von der Truppenstärke der Galbedianer ab. Das stimmt schon, aber... Ein toller Anführer bist du. Immer cool und besonnen. Macht es Spaß, deine eigenen Leute so niederzumachen? Ja. Nicht schon wieder, boah, Alter, du nervst. Tell will von dir aufgemuntert werden. Das glaube ich auch, aber es interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Also okay, oder keine Sorge, das sind die Worte, die Tell hören will. Ja, dann sagst du es ihm doch. Was soll das alles bringen? Was mache ich denn falsch? Cypher würde genauso handeln. Durch solche Worte kann man wieder Mut schöpfen. Boah, Alter, du nervst. Man sollte sich niemals auf die Worte anderer verlassen. Du willst wohl nicht begreifen, was? Halt endlich die Klappe, bitte tu mir den Gefallen. Hey, Squall! Oh, was zum... Dieses Gefühl! Blums und kippt um. Ugh! Das kommt doch irgendwie bekannt vor, oder? Hoffentlich sind da keine Brennnesseln drin. Was ist los? Sie sind bestimmt wieder drüben. Drüben. Ja! Kiros, sind wir hier richtig? Ganz richtig. Ich will nicht wie das letzte Mal die falsche Gegend auskundschaften. Sorry, wir sind hier falsch. Wir müssen woanders hin. Schon wieder. Nein, wir sind genau richtig. Komm jetzt, Laguna. Was? Echt jetzt? Sind richtig? Na, wenn du es sagst. Das war die falsche Landkarte. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist faul hier. Kein Bauch ohne Flammen, wie ein Zentra-Sprichwort sagt. Du meinst doch Rauch, oder? Das war beinahe richtig. Klappe! Schnell die Ausrüstung nachchecken und Abmarsch! Du hast kein GF. Das holen wir ganz schnell nach. Muhaha. Ach, mach einfach noch Stärke. Habe ich doch immer nichts. Wie sieht eigentlich hier mit Lernen aus?
Noch 7, sehr schön. Braucht noch ein bisschen. Braucht leider auch noch was. Ist noch 9. Noch 9. Ja, doch. Das sollten wir noch bei diesem Part vielleicht hinbekommen. Ach, Laguna, deine Freunde sind schon cool. Allein deren Kampfmusik finde ich so geil. Dorfbogen Schlaf. Ein Schlaf gezogen. Ne, 7 Schlaf. Habe ich 7 Schlaf verbraucht? Irgendwie ist es hier eigenartig. Was ist das für ein Fels? Der ist doch nicht natürlich. Soll das ein Grabstein sein? Welcher Fels? Keine Ahnung. Was zum Thema eigenartig. Warum läufst du denn so eigenartig? Was soll das denn heißen? Vorsicht her. Heranpirschen ist. Ach, vergiss es. Ein erster Soldat. Die tragen ja echt immer coole Uniform. Laguna. Immer mit der Ruhe. Boah. Oh, wir sind umzingelt. Und da kommt wieder die epische Kampfmusik. So, und jetzt kriegst du immer auf die Nase. Hier, ich hab was für dich. Eine Harpune. Muhahaha. Tyrene Level Up. Cool. Der Auftrag lautet doch Aufklärung, oder? Warum passiert das? Warum passiert dann sowas? Frag mich doch nicht. Ich weiß auch nicht. Weil die uns ans Leder wollen. Die wollen unser Geld. Ja, das wird's sein. Aber was ich bei den Final Fantasy schade finde, hier gibt es leider keine Schatztruhen. So wie bei den alten Final Fantasies. Tyrene. Ifrit. Shiva. Schubs. Eisheit. Eiszeit für diese Viecher, diese Soldaten. Wie weit fliegt die mein Ding halt? Muhahaha. Anfeuern! Ja, nimm Schaden. Och, seid ihr tot? Tut mir gar nicht leid. Wie die sich freuen. Oh, Kiras Level 9. Boah, da dringend mal ein bisschen Level. 3 AP, wieder cool Level ab. Ifrit. Da kommen noch mehr. Das nimmt so kein Ende. Der Kira gibt nach. Nicht so weg hier. Aha. Leiter, Jungs. Eine Leiter, die führt nach unten. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt hier hin muss oder nicht. Ich laufe einfach mal lang. Was gibt's denn hier Schönes? Au, arg! Was ist? Mein Bein! Puh, jetzt geht's wieder. Sport ist Mord. Man sollte sich nicht überanstrengen. Die Kämpfe vorhin waren dann wohl überhaupt nicht anstrengend. Was? Hä? Hat wer was gesagt? Nichts. Na dann. Dann ist ja alles okay. Und wer hat wohl was gesagt? Ach ja. Interessanter Ort.
sieht zumindest sehr interessant aus. Ey. Gegner. Oh ja, ein einziger. Huhu, ich habe Angst. Hau drauf. Er macht 32 Schaden. Und er gibt. Der hat sich ausgepackt. Potions. Potions ist immer gut. Wenn man so zwischendurch mal heilen will. Mal gucken, ob ich überhaupt noch weiß, was ich mal hier machen muss. keine Ahnung. Sperrzone. Ich frage mich, was das hier für ein Ort ist. Ernsthaft jetzt? Schon sehr interessant. Obwohl ich glaube, ich weiß, was das ist. Dieser Ort spielt, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ach komm, Laguna, einfach nur, weil das kann. Wow, 14 Mal. Ja, konfus ist schon blöd. Gehört schon zu meinen Hasszaubern. Für den Gegnern zumindest können. Jetzt wissen wir, wo wir auskommen, wenn wir da langlaufen. Was? Aber... Das ist nicht nett. Das tut weh. Was haben wir eigentlich getroffen? Ach, nichts Interessantes. Shiva... Ifrit... Tyreen. Und ich werde die alle einfordern. Ich leg mich alle auf Eis. Einfach nur, weil es mir Spaß macht. Das Kreuz war diesmal echt gemein von mir. Böse Kreuz. Vor allem die Vieh. Die Gegner sind so schwach. Ja, noch. Später, da sind sie schon ein bisschen stärker. Das Schöne ist, dass die Gegner auch hier die Gegner später stärker werden. Das habe ich ja, glaube ich, meinem Part erwähnt. Zauberwandler. Zwei Level up. Was? GF? Was lernst du als nächstes? Ich glaube, du lernst jetzt erstmal das. Ja, doch. Dann gucken wir mal Abilities. Zauberwandler. Masterzauber. Laguna Vita in Vitra. Feuer in Feuerra. Blitz in Blitzra. Eis in Eisra. So können wir uns jetzt gerade ein Eisra erstellen. Ja, da habe ich es mal gezeigt. Das lohnt sich aber auch wirklich nur, wenn wir viele davon haben. Dann mal gucken, haben wir denn eigentlich mehr Items? Abilities? Vielleicht? Ne, Zeitwandler mal gucken. Zauberschütter macht nur gemacht. Ne, daran nicht wirklich was. Lebens. Ja, Vita und Zombie. Ist auch nicht wirklich so viel. Mit mir auch nicht wirklich was. Das ist einfach nur Feuer. Auch nicht wirklich so toll.
Also, was stellen wir fest? Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Dann weiß ich, wo ich lang muss. Also hier unten war schon richtig. Los, klett. Ich habe nach unten gedrückt, nicht nach oben. Unverschämt, sowas. Das Spiel mobbt mich total. Ich drücke nach unten und der geht auf einmal nach oben. Komisch. Ist halt so. Konnte man nicht was machen? Oder... Ach, anscheinend bilde ich mir das nur ein. Und da kommen wieder ein paar Gegner. Gab's hier nicht auch Monster? Wow, ein einziger. Ich habe Angst. Und ich sag mal, das war's für ihn. So ein bisschen. Hehehe. Folge. Wow, wow, die Kiste. Wow. Felix wieder. Itemwandler. Zustandswandler. So, jetzt wird es interessant. Itemwandler. Wow. Zustandswandler. Schweigen. Schlaf. Gift. Bio. Stein. Also, Gift ist nicht schlecht. Schlaf. Auch nicht wirklich so übel. Da lernt man schon richtig gute Zustandszauber, die man später sehr gut gebrauchen kann. Und ich glaube einmal hier oben lang, weil hier bis wir lang. Naja, dann immer wir haben soweit erkundet. Das ist auch lustig. Dann konnte man sich da nicht bewegen. Nein, anscheinend nicht. Ich glaube erstmal rechts lang. Huch, was ist das denn jetzt? An diesen Ort kann ich mich kein bisschen erinnern. Aha. Na gut, ist auch eine Ewigkeit her. Ich habe wirklich seit Jahren Final Fantasy 8 nicht mehr gespielt, wie ich mal erwähnt habe. Oh, sogar ein Speicherplatz. Aber ich glaube, das könnte echt der Ort sein. Ich werde jetzt nicht fragen, was für ein Ort ich meine. Ich brauche dich nicht. Die drei haben nur 3000 Kill. Habe ich so viel ausgegeben zwischendurch mal? Oder haben die speziell selber nur 3000? Das Gehirn mit nicht mit übernommen wird. In den Traum landen. Das kann auch sehr gut sein. Der lebt ja noch. Man sieht, der ist ein bisschen... das ist auch, glaube ich, ein anderer Soldat. Ich glaube, es gibt hier zwei Arten von Soldaten. Das war die stärkere Version von... Ich glaube, die einen waren grün, die anderen waren blau, ne? Kann sein. Die waren grün. Die waren grün. Aber kann sein, dass ich mich gerade gewaltig täusche. Und jetzt einfach nur stärker geworden ist durch. Damit wir auch Level-Ups bekommen haben. Aber ich will hier alles erkunden. Soweit es geht. Ich sehe schon, das war es jetzt gleich, oder? Hm? Oha! Und ein Draftpunkt direkt. Echt, oder? Was? Das war knapp. Da kommt davon, wenn du alles wie ein kleines Kind anfasst. Du solltest nicht herumzappeln.
Ist doch nicht so wild. Ihr seid mir dankbar, schließlich sind wir den Gegnern losgeworden. Ich habe 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gott, bin ich genial. Welche 2 Fliegen? Frag mich nicht. Auf Punkt Vita. Wow. Aber er ist gerade schon gekoppelt hat. Können wir hier lang? Nö. Aber ich würde sagen, was uns hier noch alles erwartet, das werden wir alles im nächsten Part vom Final Fantasy 8 rausfinden. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.